Tag Leute, ist mal wieder Zeit für ein Mercedes-Video. Wir beginnen damit, dass wir probieren ihn wieder zu starten. Kade überbrückt mich jetzt schnell. Kade, du darfst jetzt dein Auto schnell anmachen. Danke. Gut, Schlüssel. So, Luftfilter kannst. Gerade der Mercedes ist nicht angesprungen. Woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sag immer, woran es gelegen hat, fragst du dich immer. Woran hat es gelegen? Ich hab mal Benzinpumpe. Gut, also anlaufen tut er heute nicht. Aber wir können inzwischen auf jeden Fall mal die Räder lösen. Oder ja. Zumindest versuchen, die meisten Räder zu lösen. Soll ich dein Auto kurz schließen? Ja. Hast du Bock, dass ich dein Auto kurz schließe? Ja, mach's noch ein bisschen kaputt. Hast du Eier? Mach das nicht. Ja, manchmal läuft es nicht immer so, wie man es will im Leben. Ne? Mal schauen, wie fest sie sind. Ja, okay. Man merkt, dass er eine Weile gestanden hat. Hat das knackt ja richtig, hey. Richtige Knacke. Ha ja. Radbuttern sind gelöst. Yo. Runter mit dem Ding, ey. Sieht gut aus, oder? Ja. Du filmst schon nicht mal drauf. Doch, doch, jetzt filme ich drauf. Ja, ein bisschen Rost hat sich gesammelt. Ist minimal, fällt kaum auf. Bremsen auch neuwertig. Was hältst du davon, wenn ich die Mercedes-Felgendeckel in den BMW reinmache? Ja, mach mal. Oh, nee, geht ja gar nicht. Doch, hier geht's, bei den Felgen. Zu groß. Gut, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es halt so. Wunderbar. Tiefbettfelgendeckel. BMW AM3G. Erzähl was in den Tag. Tag! Leute, ich hab Hunger. Ein Fleischkäsebrätle wäre jetzt super. Gut, das reicht. Goodbye! Gute Nacht! Das sind schon wieder Wespen. Oh shit. Ich hab das Nest eigentlich schon komplett weggemacht. Aber für Wespen gibt's Gott sei Dank Tuning-Spray. Den tust du drauf auf den Wespen. Zack, fallen runter, wie geht's? Whoa, fuck, stopp, stopp, Alter! Alter, mach mir da keine Angst, Mann. Die ist betäubt, die fliegt jetzt nach Alkheim und dann macht die. Da fliegt die, sticht die ein. Krater. Rip in peace, man sieht's nicht. Oh doch, die bewegt sich noch, da. Ruhe. Wespenkiller. Tuning Spray. Also er hat Rost an Stellen, wo ein Auto, was nun mal lange gestanden ist, eben Rost hat. Schauen wir noch von unten ein bisschen an. Er hat ja noch einen Monat TÜV. Ein Monat noch. Ja, also Oktober hat er noch diesen und der ganze Oktober. Da fahre ich mal zum TÜV und der sagt mir dann, was ich noch machen muss. Man sieht hier auf jeden Fall schon mal, dass die Halterung vom Auspuff defekt ist. Aber der ist trotzdem ziemlich stramm. Und was ich noch gesehen habe, das Differential rostet ziemlich.
Aber das kann man wegkratzen und Unterbodenschutz drüber sprühen, dann sieht man es nicht mehr so. Und ist auch nicht so schlimm. Aber alle Benzin- und Bremsleitungen sehen eigentlich soweit noch gut aus. Ja, und soweit überall Rost, wo rosten kann. Aber naja, sind nur oberflächliche Sachen, keine Durchrostungen. Ich bin guter Dinge für den TÜV. Und dann haben wir einen C200 Winterhure. Yee! Ich verlose eine Handvoll C200, wer will. Ich habe verlosen gesagt, gell? Das heißt, ihr müsst was tun dafür. Unter allen meinen Abonnenten, die Fritz heißen, verlose ich Auspuffhalterung von C200. Tu dich melden, tu E-Mail schreiben. Komm, wir räumen erst mal aus, den Hobel. Hey, 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 das ist ein Biene. Die mag das nicht, dass ich deine Schwester gekillt habe. Wie du dir mal von die Hosen scheißt. Alter, wie lang? Wer braucht noch einen Transporter, wenn das alles in den scheiß C200 reinpasst? Der ist bestimmt leichter. Ja, 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 ja. Man könnte fast meinen, der Mercedes ist ein bisschen höher als der BMW. Wie auch immer. Also im Mercedes waren sage und schreibe 18 Räder drin, beziehungsweise Räder und Reifen. Jetzt ist er bis auf ein paar Utensilien wieder komplett leer und ich habe vorher mal ein bisschen sauber gemacht. Hat sich halt einiges an Rost angesammelt. Beifahrersitz ist wieder verbaut. Und der Mercedes läuft sogar wieder. Das Problem war, dass hier die Benzinpumpe, der Stecker war nicht angesteckt. Dumm. Fehler passieren nun mal. Benzer! Alles klar, Chette. Das ganze Interieur ist wieder angesteckt. Vordere, hintere elektrische Fensterheber. Das hier weiß ich nicht, was es ist. Ja, Spiegelverstellung, Sitzheizung, ganz wichtig für den Winter. Ausklappbare Spiegel. Funktioniert alles wunderbar. Radio geht wunderbar ab. Hab ja einen Code und alles da. Ist hier oben halt, ja, flüchtig mit Kabelbindern so ein bisschen festgemacht. Aber das darf ja den TÜV nicht jucken. Das elektrische Schiebedach funktioniert auch wunderbar. Und ganz wichtig, das Wichtigste von allem, der elektrische Heckrollo. Der ist super. Da kommt nämlich irgendein Schriftzug hinten drauf wie ACAB und dann kann ich das einfach hochfahren. Polizei, bitte stopp! Dann kommt so Mittelfinger hochgefahren. Ich mit 300 weg, C200, gib ihm mal. Meine Frau meldet den Wagen jetzt morgen für mich an. Und dann fahre ich mal zum TÜV und lass mir sagen, was ich alles machen muss, weil ich muss ja nächsten Monat wieder TÜV erneuern. Ja, untenrum schaut eigentlich soweit gut aus, keine Durchrostungen, nichts am Rahmen. Und dann kommt ein geiles Design für den Winter drauf, da könnt ihr euch drauf freuen. In dem Sinne war es schon wieder mit dem Video und freut mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im nächsten Video, da seht ihr dann auch mal, wie er läuft wahrscheinlich. Bis dahin, ciao.